Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Onimusha 2, ey, Samurai's Destiny. Ja, dieses Video entsteht unmittelbar, nachdem ich den Rechner neu machen musste. Ja, aua! Ja, toll, geht schon gut los. Ja, ich habe jetzt zum Glück das noch alles retten können. Allerdings ein anderes Spiel, was ich bis jetzt gemacht habe. Mit Gästen muss ich leider neu bearbeiten. Sie ist irgendwie verschlossen, ich kann sie nicht öffnen. Es ist schade, dass du sie nicht öffnen kannst. Aber das werde ich noch in einer PN an die Leute richten. Das ist ärgerlich genug. Ja, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Genau, wir haben ja diesen Ort hier wieder gesehen. Bei, den wir aus dem ersten Teil kennen. Und werden uns jetzt mal hier weiter zurückbegeben. Ich kenne mich ja zum Glück hier noch einigermaßen aus. Jubei. Use this. Coole Sache. Dreiläufiges Gewehr erhalten. Geil. Okay. Bam! Bam! Zielt das jetzt immer automatisch? Nee, scheint nicht automatisch zu zielen. Aber immerhin ist es sehr nützlich. Ja, ihr seht auch, ich habe einen etwas anderen Gesundheitsstand als letztes Mal. Das liegt daran, dass ich, während gerade übrigens der Rechner übelst laggt. Keine Ahnung, warum, werde ich gleich mal nachschauen, woran das liegt. Ja. Außerdem ist hier noch eine Kiste, in der sich der Kirschschlüssel befindet. Sehr schön. Ah, ich kann mich jetzt auch mit ihm unterhalten. Mache ich doch gleich mal. Ich gebe dir das dreiläufige Gewehr. Das habe ich selber gemacht. Gucken wir noch irgendwas haben, was wir ihm schenken können. Das braune Huhn will er bestimmt nicht haben. Einen europäischen Hut auch nicht. Goldenes Ei. Ich glaube, ich habe nichts großartig, was er haben können würde. Den präparierten Würfel, den schmeißt er immer wieder weg. Den will er nicht haben. Naja. Ich schaue, glaube ich, jetzt erstmal nach, was mit dem Rechner los ist. Also, bis gleich. So, ich habe mal die Festplatte wieder aufgeräumt. Und ja, immerhin haben wir das dreiläufige Gewehr jetzt bekommen. Und die Tür wurde durch diesen Kirschschlüssel aufgeschlossen. Mal gucken, wo wir uns jetzt hier wiederfinden. Oh! Wir sind wieder im Haupteingang. Oh je. Kennt ihr das alles hier noch? Oh, nee. Ich kann mit dem Schwert nicht. Ich kann mit der Pistole nicht blocken. Das ist natürlich blöd. Ach, jetzt habe ich auf die Kugeln gewechselt. Aber ich werde mir jetzt wieder ein Schwert nehmen, Leute. Ganz ehrlich. Ich möchte nämlich jetzt nicht mit den Kugeln hier weiter rumböllern. Nicht, dass ich die irgendwie später brauche, vielleicht. Oh. Oh. Nee, heute nicht. Au! Mann. Eine Uniseele. Eine Uniseele. Ja, jetzt könnt ihr kommen. Jetzt habe ich Spaß. So. Ja, eure Seelen gehören mir. Eure Seelen gehören mir. So. Jetzt seid ihr fällig. Jetzt könnt ihr übrigens wieder gehen. Ich habe das Jagdgeschwert ausgerüstet. Ist ja ein ganz großer Sport. Na, die. Was braucht jetzt die Seele denn so lange, bis sie bei mir ist? Liegt das an dem scheiß Schwert? Ah, nehmen wir wieder Buraito. Besser ist. So. Machen wir eindeutig mehr Schaden und das geht auch schneller. Hoffentlich kommt die Uniseele noch. Nee, die kommt nicht mehr. Okay. Ah, Gegner. Nehme ich jetzt alle mit. Und da kommt auch wieder eine Uniseele raus. Seht ihr? Und die kommt auch schon wesentlich schneller auf mich zu. So. Ich glaube, ich habe auch gleich mal einen Handschuh. Könnte ich aufwerten. Wow. Nee, du kommst nicht auf mich zugerollt. Bam! Das war's für dich. Ach, da kommen Erinnerungen hoch hier an diesem Ort, ganz ehrlich. Richtig übel. Da werde ich aber nicht reingehen. In diesen mittleren Pfad. Den kennen wir ja auch noch. So, wo ist der andere Typ jetzt noch? Der Typi? Ah, guck mal. Versteckte Seelen. Nehme ich doch auch mit. Alles mitnehmen, was nicht bei drei auf der Bäume ist. Ja, für alle möglichen Probleme bitte ich mich zu entschuldigen. Das Problem ist einfach, ich weiß nicht, inwiefern der Rechner jetzt in der Lage ist, das alles zu lösen. Ach nee, die Tür war von der anderen Seite abgeschlossen. Ah, die kennen wir auch noch. So, bam! Habt ihr das gesehen? Das nenne ich mal schöne Art zu töten. Komm her. Sterb einfach weg. Die blocken schon wieder.
Hey! Jubei, du sollst ausweichen. Nicht rumtouren. Effektiv ausweichen sollst du. Hol die Uniseele. Hol die Uniseele. Mann, ey. Eure Seelen gehören mir. Es ist mir egal. So. Ja, ich habe manchmal schon gesagt bekommen von einigen Zuschauern, die keinen YouTube-Kanal haben. Ich bin leider ein bisschen zu sehr auf die Seelen aus. Aber das hat auch seinen Grund, dass ich die haben will. So. Und ist wirklich alles hier ganz schön demontiert hier. Mal gucken, was hier überhaupt ist. Hier war doch, glaube ich, dieser Speicherplatz, ne? Und aus dem wir hier den Seelendingen. Nee, das Zahlenrätsel war hier. Nichts Brauchbares. Haben wir schon gemacht. Okay, im ersten Teil war hier nämlich der Speicherplatz. Ich vergaß. Ah, jetzt sind die Gegner wieder da. Nö, heute nicht. Aua. Ich gehe hier sofort durch. So, mal gucken, was jetzt hier passiert. Au! Aua. Großer Mann. Danke. Jetzt komm. Du wolltest es so, du kriegst jetzt einen Blitz. Du bist jetzt mal geblitzt. So. Und die Uniseele. Jawohl, jetzt kannst du hauen, was du willst. Du kriegst mich sowieso nicht. So. Und wieder eure Seelen gehören mir. So. Okay. Alles klar. Möchten Sie den Kirschschlüssel verwenden? Ja, will ich. Sehr nett. Oh, wieder so eine Kiste. Die kann er leider nur nicht öffnen. Aha. Mondscheinschlüssel, sehr schön. Menschenfleischbuch. Hm, okay. Das Finden und Zusammenstellen der besten Zutaten ist seit langem mein großes Ziel. Ich habe jedoch noch immer keine gänzlich gewaltfreie Methode gefunden. Es ist seltsam, aber wenn man den Menschen gestattet, frei in ihrem Gebiet herumzulaufen, fangen sie früher oder später an, um Land, nicht um Essen, zu kämpfen. Andererseits ist es schwierig, Menschen auf kleinen Raum zu halten. Das Allerschwierigste ist jedoch, die Anführer in diesen Kämpfen zu eliminieren, um so die restlichen Menschen zu bewahren. Nun habe ich gehört, dass einige Dämonen aufnehmen. Freilaufende Menschen schmeckten... Nun habe ich gehört, dass einige Dämonen annehmen, freilaufende Menschen schmecken besser als Gezüchtete. Ich muss auch zugeben, dass ich bezüglich der Festigkeit von gefangenen Freilaufenden gegenüber den von uns gezüchteten Menschen Unterschiede erkennen lassen. Als ausgezeichneter Koch merke ich den Unterschied beim Ausschneiden des Menschenkörpers. Soweit ich mich erinnern kann, war die bisher beste von mir verwendete Zutat Tyranno Masacado. Dieser Mensch brach seinen Vertrag mit einem Dämon und landete deshalb nur kurze Zeit später als Leckerei auf Fortinbras Esstisch. Ich hatte gehört, dass Masacado selbst viele Menschen umgebracht hat und damit sogar in die Menschheitsgeschichte eingegangen ist. Vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang zwischen der Fleischqualität eines Menschen und seiner Persönlichkeit. Ich weiß es nicht, aber ich werde diese Möglichkeit weiter im Auge behalten. Bekloppter Typ. So, was haben wir hier? Oh, eine Rätselkiste. Okay, die ist natürlich jetzt nicht so leicht wie die anderen, weil die mehr Schächte hat. Ich schiebe erstmal diesen hier. Dann müsste ich, glaube ich, diesen hier schieben. Ja, das sieht doch gut aus. So. Hehe. Aber ich glaube, ich habe schon den ersten Fehler, habe ich schon bei mir entdeckt. Ja, ich habe den Fehler schon gemacht. Alles klar. Ich mach's nochmal rückgängig. Ich weiß jetzt, wie es geht. Drei Schritte, drei Züge. Ich muss nochmal nachgehen. Ja, das war erst der. Dann war es der. Und dann war es der. So, jetzt haben wir's. Schöne Sache. Und ein Zauberjuwel. Hm, wenn wir das nicht mal gebrauchen könnten. So, nehmen wir doch glatt mal. So, jetzt sind doch beide Balken wieder gleich lang. Schön, oder? Ansonsten glaube ich, könnte ich hier noch was finden, wenn ich die andere, Kiste nehme hier. Moment, wie war das? Die, falsche Ausrüstung, da muss ich gucken. Die grüne Kette. Irgendwie sind jetzt wieder Lecks drin. Ich weiß nicht, was momentan mit dem Ding los ist. Ich muss jetzt leider bis Oktober mit dem Rechner so hinkommen. Ist ja nicht mehr lange. Aber trotzdem. So, noch irgendwas hier? Naja, sonst war hier nichts mehr. Meine Güte, ist das ein Leck. So. Nehmen wir mal hier das Kunstwerk Nummer 12 auf. Okay. Aber die grüne Kette lasse ich mal ausgerüstet. So. Oder liegt es daran, dass Fraps falsch eingestellt ist? Da muss ich gleich mal nachschauen. So, haben wir das erledigt? Oh, jetzt wieder. Oh, geil. Ihr seid einfach.
Ihr seid einfach. Ihr seid ja einfach nur kleine Echsen. Vor euch habe ich keine Angst. Ihr seid ja nur die pinken Äxchen. Oder liegt es an den vielen Raumwechseln zwischendurch? Also Legs dürfen ja eigentlich nicht so viel Probleme bringen, wenn man die Gegner mal schön weghaut. Oder es liegt an der Übertragungsrate der Konsole. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich muss das alles mal wieder kontrollieren. Wie gesagt, es ist alles weg gewesen. Alle Einrichtungsarten, die ich hatte, waren weg. So. Also die Legs nerven mich doch jetzt so ziemlich. Ich glaube, ich muss da gleich mal wirklich nachschauen. Und nicht, dass es auch alles wieder asynchron wird, wie damals. Oh. Ich habe wieder was gehört. Hi! Kugelmann! Stirb einfach. So. Netter Fall. Und jetzt werde ich erstmal hier gucken, bevor die Gegner wieder kommen, dass ich meine Armschienen aufwerte. Das müsste ich ja jetzt hinhauen. Jawohl! Die Armschienen sind jetzt ultimativ geil. So, jetzt noch die Beinschienen als nächstes. Das geht auch ziemlich schnell, das ist gut. Und dann habe ich noch die anderen Schwerter aufzurüsten. Mann. Aber erstmal mache ich hier die Gegner wieder platt. Das kennen wir ja schon. Das Spiel. Komm. Einzigartiger Pilz kennen wir ja auch. Haben wir auch schon gehabt. Werde ich nur nicht mehr geben. Werde ich nicht mehr verwenden. Au, au, au. Die können jetzt also auch mit ihrem Beilchen zuschlagen. Konnten sie bestimmt bei Onimusha 1 auch schon. Oder habe ich sie nicht gelassen? So. Klack. Gnadenstoß. Brandpfeile. Sehr schön. Wollen wir mal hier durchgehen. So. Wow! Okay. Hey. Das ist fies, wenn zwei angreifen. Vor allem, wenn man den einen nicht sieht. So. So wie jetzt. Klack, weg mit euch. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich weiß nicht mehr, wo es hier... Mann, diese Legs nerven. Ich weiß nicht, was mit dem Ding los ist. Ob der jetzt irgendwie wieder versucht, Updates zu ziehen oder was. Das ist nämlich jetzt wieder so, dass ich wieder alle Updates quasi ziehen darf. Sehr lustig. So, gehen wir mal wieder hier rein. Ich glaube, hier war ja der Typ. Genau. Hier liegt er wieder. Aber der sagt diesmal auch nichts. Okay. Aber hier ist eine Kiste. Guckt mal. Besonderer Zaubertrank. Okay. Haben wir auch wieder gefunden. Schön, schön, schön. Haben wir den auch schon mal. So, erstmal jetzt hier einiges nachschauen. Ja. Alles klar. Ich habe schon was übersehen. Gut. Ja, das war ein schöner, perfekter Treffer, wie es sein muss. Ich habe was übersehen. Ich habe die grüne Halskette an, aber habe was übersehen, Leute. So. Ja, die Legs nerven. Und das war daneben. Egal. Wow. Also, ich muss da jetzt leider mit auskommen. Das ist das Problematische. Ich weiß zwar nicht, was der Rechner jetzt die ganze Zeit hier macht. Aber egal. Irgendwo müsste doch hier was sein. Hallo, ich habe doch gerade noch gedacht, dass hier was ist. Ach, Moment. Ich glaube, ich weiß. Ich muss hier irgendwo noch was durchsuchen. Meine ich zumindest. Dass hier noch irgendwo eine Tür wäre oder was? Ne, hier ist nichts mehr. Okay, dann habe ich wohl mich irgendwo verfranst. Die Legs werden gerade ziemlich heftig. Ich glaube, ich werde gleich mal wieder nochmal einen kurzen Aufnahmestopp machen. Weil das geht überhaupt nicht. So. Gut. Jetzt muss ich eben kurz schauen. Ach so. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Okay. Gut, gut. Alles klar, bin wieder im Bilde. So, hier haben wir wieder rein. Wir erinnern uns ja. Erstes Aufeinandertreffen mit Gorgandantis und eine Kiste. Guckt mal. Eine Medizin. Oh, geil. Was ist hier? Ich will die Kiste da haben. Muss ich da drauflaufen oder was? Ah ja. Was ist hier? Perfekte Medizin. Wunderschön. Hier ist noch eine Tür. Und noch eine. Ah, ich weiß jetzt, wo ich bin hier. Kurios, kurios. Haha. Boah, das nervt mich langsam ziemlich mit den Legs hier. Ich guck gleich mal, was los ist. Was ist das für eine große Tür? Moment. Ich konnte jetzt nicht lesen wegen den Legs. Wo führt sie hin? Ja, ich weiß, wo sie hinführt. Eine kurze Unterbrechung nochmal. Ich guck da jetzt erstmal nach. So, ich finde leider keine Ursache, warum das hier passiert. Mit den Legs. Wäre schön, wenn mich da einer mal aufklären würde, der sich ein bisschen damit auskennt. So, ich werde mal wieder hier hingehen. Wo wir Gorgandantis zum ersten Mal getroffen haben. Mal schauen, vielleicht finden wir hier noch was. Für uns Nützliches. Es ist auf jeden Fall heiß hier.
Ah, guck mal. Wir werden sogar erwartet. So, aua. Seelen. Töten. 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 Alles töten, was nicht bei 3 Wochen ist. Was ist das denn für eine Kugel? Aha. Giftkugeln, ha? Willst du mich also mit Giftkugeln bewerfen, ja? So, jetzt kriegst du sie. Du willst es nicht anders. Bam! Und eine Uniseele. Und die zweite. So. Jetzt bist du fällig. So. So. Hau mal schön drauf da. Die Arme ab. Kaputt machen das Vieh und fertig. So, und der will auch kassieren. So. Eure Seelen sind jetzt mir. So. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Nichts. Ach, noch einer. Noch ein Exling. Exling. Nein, nein, nein. Nein. So. So. Okay, kletter dann die Strickleiter und mach ich mal hoch. Mal gucken, was jetzt ist. Ah, okay. Hier ist auch wieder was. Spezieller Zaubertrank, sehr schön. Finde ich jetzt noch hier. Noch eine Strickleiter. So. So. Ist das was, glaube ich, was ich hier jetzt erstmal machen kann? Ja. Jetzt bin ich wieder einigermaßen im Bilde, was ich machen muss. Ah, ist schon mal gut. Haben wir das auch schon mal erledigt wieder. So. Ich hoffe nur, dass dieses Pflanzenvieh nicht mehr da ist. Gut, es ist nicht mehr da. Ich kann also wieder jetzt gemütlich zurückgehen. Hab jetzt wieder einiges an Medizinbeständen. Das ist schon mal viel wichtiger. Ich kann euch übrigens sagen, dass in der Höhle, wo ich jetzt letzte Mal hier dieses Enemy Gauntlet hatte, also dieses Gegner Gauntlet, wo ist denn jetzt die Tür, wo ich herkam? Da ist sie. Okay. Wäre eigentlich noch ein Gegenstand dabei gewesen, der aber nicht storyrelevant ist, nämlich eine violette Halskette. Was die jetzt genau besagt und bringt, kann ich leider nicht mehr sagen. Das ist jetzt zu lange her, dass ich mich da irgendwie hätte, dass ich mal mich da reingefuchst habe, was die Gegenstände alle können, weil ich habe nie alle gehabt. Ich habe zum Beispiel nie diese anderen Ketten gehabt. Da war ich schon drin. Da habe ich ja schon die Kette hergeholt. So, beziehungsweise den Zaubertrank geholt. So. Oh, Wölkchen. Wölkchen! Nö! Lass mich los! Ey, du doofes Wölkchen. So, kaputt. Andere Wölkchen auch. Okay, die werden jetzt mit dem guten Windschwert gar kein Ding. Verpiss dich, lass meine Sachen bei mir. So. Dass er mir immer meine Seelen klauen will. So. Hier waren wir ja auch schon. Tür geht nicht auf, ist klar. Muss ich hier durch die Tür, glaube ich. Moment mal. Moment. War hier irgendwas versperrt? Nö. Diese Tür ist zugenagelt. Ach ja, das kennen wir ja schon. Hier war ja alles irgendwie zugenagelt und versperrt. Gehen wir mal hier durch. Mal gucken, ob jetzt irgendwas hier... Okay. Da ist nichts. Hm. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich alles noch so im Bilde habe. Hier ist auch nichts. Gut. Dann gehen wir mal hier wieder lang. So, aber ich meine, hier war auch irgendwo ein Siegel, was ich jetzt aufbrechen kann. Ah, Kiste. Was ist da drin? 10 normale Kugeln. Okay. Da, genau. Ein gelbes Siegel. Wir haben ja jetzt zum Glück Dokuzui. Unser Hämmerchen. Stop. Hammer time. Und. Bumm. Bumm. So. Die Waffe Dokuzui macht übrigens immensen Schaden, aber ihr könnt euch schon denken, mit dieser langsamen Schlagfolge. Nicht unbedingt gut. Egal. Läuft. Das haben wir auch erledigt. So. Was ich allerdings diesmal vermisse, ist ein Windelement. Oh, wieder eine Kiste. Oh je. Oh je. Oh je. 6 Züge. Das kann ja was geben. Okay. Dann gehen wir mal wieder durch. Ich habe nur... Moment mal. Okay. Dann drehe ich mal erstmal den. Dann den. Dann diesen. Und dann versuche ich es mit dem. Ah, das sieht gut aus. Ja, wunderbar. Klack. Optimal. Was ist da drin?
Dokuzui-Geheimnis. Warum ist denn das so gut versteckt? Wollen wir mal schauen? Wollen wir mal lure, was das ist? Das Dokuzui-Geheimnis. Ist doch das gleiche, was die anderen auch haben. Okay. Und noch eine Kiste. Eine Medizin drin. Ah, jetzt kriege ich wieder Gegenstände. Das macht mir doch schon viel mehr Spaß. So. Alles klar. Habe ich also jetzt hier auch alles ausgelootet quasi, was man hier kriegen kann. Gut. Alles klar. Ich hoffe nur, dass euch die Folge trotzdem Spaß macht, auch wenn diese ganzen Lags da drin sind. Ich kann leider nichts daran ändern. Werde wahrscheinlich auch dieses Spiel dann erst auf dem neuen Rechner beenden, wenn ich quasi die ganzen Daten wieder habe. Werde versuchen, solange eben halt die Videos hier natürlich aufrecht zu halten und auch möglichst entertaining zu halten. Nur ich weiß nicht, ob mir das wirklich gelingen wird, wenn ich immer diese Lags drin habe. Das macht es nicht unbedingt einfacher, sag ich mal. Weil manchmal leidet ja auch ungefähr die Leistung drunter des Spielers. Wenn man zum Beispiel einige Treffer nicht setzen kann oder so. So, ah, da, Treffer. So. Oh, noch eine Uniseele. Uniseele nehme ich immer gerne auf. Das ist sehr nett. Ihr könnt aber auch gerne mal Medizin droppen. Dann wäre ich mir bei den nächsten Parts ein bisschen sicherer. So. Ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier gleich so ein Kugelviech kommt. Sag ich doch. Woher wusste ich das? So. Obwohl bei Onimusha ist ja sowieso sehr viel mit Leckgefahr, weil ja immer diese Raumwechsel sind. Sag ich mal. So. Aufwerten. So, dann schauen wir mal. So, die Beinschienen natürlich, hatten wir gesagt. Oh, da haben wir ja fast die Hälfte jetzt. Sollte einigermaßen hinhauen. Ich muss weg. Au. Das habe ich nicht gesagt, dass du es darfst. So. Ich kriege auch Lebensseelen von... Ja, Lebensseelen, die ich sofort wieder verliere, weil ich mich treffen lasse. So. Und ihr seht, es gibt sehr viele Crits von mir, für die ich nicht mal mehr was kann. So, sterbt einfach und gebt mir eure Seelen. Danke. So. Das finde ich ja genial an dem Spiel hier mit den... Diese Seelenregelung. So. Moment. Ich muss erstmal was nachgucken. Jetzt bin ich wieder ganz, ganz woanders. Ach so. Ich weiß wo. Ja. Jetzt bin ich wieder im Bilde. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss quasi wieder zurück. Boah. Das war knapp. Hätte er mich fast getroffen mit seinem Stab. Mit seinem Stick. So. Wow! Hey, Maguchi! Komm, dann machen wir zusammen. Brauchst du nicht alleine machen. Siehste, gemeinsam ist das immer einfacher. Und außerdem werde ich jetzt so lange mit ihm kämpfen hier zusammen, bis die Gegner verschwinden. Weil vielleicht hat er auch gleich was für mich. Medizin oder so. Also er mit seiner Waffe ist schon relativ gut dabei. Oh, Seelen. Irgendwo ein Gegner? Ja, da hinten ist einer. Und er hat auch einen geplättet gerade. So, da ist das Schöne, wenn er die Gegner auch plättet. Au. Jawohl, und er hat auch gerade, glaube ich, einen Crit gesetzt. Sonst wäre das Bild nicht so hell geworden. Au, au. Jawohl. Aber ihr seht schon, jetzt ist langsam wieder der Bereich des Normalen angelangt, dass ich wieder so viel Medizin habe. Dass ich hier was, wenn es wenigstens was reißen kann. Das sah ja die letzten Teile immer recht kritisch aus. Aber jetzt mit der Medizin... Je mehr Medizin ich habe in diesem Spiel, umso sicherer fühle ich mich eigentlich. Umso eher könnte ich hier was reißen. So. Zack. So. Fertig? Ja. Trotz meiner Suche konnte ich den Weg zum Hauptturm nicht finden. So. Wollte ich nicht hören. Ich wollte, dass du mir was gibst. Der Turm neben dem Hauptturm ist das Dämonenlager. Dieses Schloss gehört den Dämonen. Wir sollten auf alles gefasst sein. Okay, erst diesmal nichts für mich. Okay, schade. Ich hätte gerne Medizin von dir bekommen. So, dann wollen wir mal hier durch. Ach nee, die Tür ist fest zugenagelt. Wo sind wir denn nochmal hergekommen? Ach, da hinten kamen wir her. Richtig. Da waren die Stege. Mensch, Rafe, du bist so verwirrt. So, hier durch. So. Weil hier war noch was. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch, liebe Freunde. Hier war ja mal ein verschlossener Weg. Auch im ersten Teil war hier ein verschlossener Weg ursprünglich. Boah, der ist schon wieder am Spucken. Hör auf zu spucken. Dadurch wirst du nur sterben, wenn du spuckst. Wer spuckt, stirbt. So. Du auch. Vor allem ist es unhöflich. Ja! Nee. Ein anderes Mal kämpfe ich gegen dich. Aua. Du, hör auf, mich zu dem hinzulotsen. So. Jetzt können wir gerne.
Ich lade mich auf. Und bam, bam, bam! Hey. Hör auf zu blocken, habe ich gesagt. So. Seelen. Eure Seelen gehören mir. Dieser Spruch passt irgendwie so ziemlich zu dem Spiel. Wenn man eben halt die Seelen manuell einsaugt. Das ist irgendwie passend. So, gehen wir mal hier durch. Autsch. Den habe ich nicht gesehen. So, komm her. So. So, komm nochmal. Der hält auch ein bisschen mehr aus. So. Da haben wir es hingekriegt. Und wieder ein paar Seelen. So. Möchten Sie die Mondsicherschlüssel benutzen? Jawohl. Tür auf. Und weiter. Wow. So aber nicht. Moment, das ist doch für Boraito. Ach nee, das ist für Yojin Yari. Ja, okay. Gut. So. Alles klar. Yojin Yari. Da ist er. Mach mal auf da. So. Blocken. Bevor wieder einer kommt. Und rein da. So. Okay, den Ort kennen wir auch noch. Ja, den kennen wir noch sehr gut. Hier ist einmal eine Kürbisflasche drin. Sonst aber, glaube ich, nichts mehr großartig. Doch, hier ist noch ein Lichtpfad, den man gehen kann. Okay, interessant, interessant. Und noch irgendwas vielleicht hier? Nee, sonst ist hier nichts mehr. So. Alles klar. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss doch in diesen Lichtpfad. Alles klar. Bin ich im Bilde. Gefällt mir. So. Die andere Tür wollte ich nämlich nicht unbedingt durch. Einmal hier rein. Möchten Sie ins Loch steigen? Ja. So. Oh. Das sieht komisch aus hier. Erstmal aufwerten wieder. Das sieht irgendwie ein bisschen arg komisch aus, Leute. Und jetzt habe ich auch weniger Lags gehabt in dem Abbruch jetzt. Ich glaube, der Rechner hat jetzt endgültig ein paar Sachen fertig gemacht. Tja, Leute. Nichtsdestotrotz werde ich an dieser Stelle einen Schnitt setzen. Denn es hat sich ja einiges getan, wie ihr seht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ganzen Sache hier und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Onimusha 2, wenn wir diesen Ort hier weiter auskundschaften. Vor allem solche komischen Steinpuppen hier. Er hat wohl versucht zu fliehen. Was für ein Pech. Ja, was ist hier in der Kiste? Eine Medizin, sehr schön. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir hier wieder durchgehen und ich nochmal die ganzen Sachen nochmal erleben werde. Bis dahin, sprach der Ravenite nimmermehr.